Die letzte Vorstellung, der Abschied von der Bühne, das ist wohl für die meisten Künstler eine harte Prüfung. Für Tänzer kommt dieser Tag besonders früh in ihrem Leben, denn der Körper von Ballettvirtuosen ist extrem hohen Belastungen ausgesetzt. In jeder Saison müssen Tänzerinnen und Tänzer des Wiener oder des Bayerischen Staatsballetts ihren letzten Tanz tanzen und ihr Leben komplett neu erfinden. Die folgende Dokumentation blickt hinter die Kulissen des Ballettbetriebs. Tänzer wie Severin Ferrolier, Kirill Kurlaev und der Wiener Ballettdirektor Manuel Legris erzählen von einem Beruf, für den sie von klein auf alles gegeben haben. Der letzte Abend der Spielzeit am Wiener Staatsballett. Die Stimmung ist aufgekratzt. Die Tänzerinnen und Tänzer sehnen sich nach der Sommerpause. Aber nicht alle. Denn wie jedes Jahr müssen wieder einige das Ensemble für immer verlassen und ihre Karriere beenden. Alter oder Verletzungen zwingen sie dazu. Irgendwann trifft es jeden. Einer von ihnen ist Jamie van Overeem. Er tanzt heute zum letzten Mal auf der großen Bühne. Wie geht ein Tänzer wie er damit um? Tanzen bedeutet wahnsinnig viel für mich. Ich bin damit aufgewachsen, ich habe meinen Beruf daraus gemacht und ich werde es immer bei mir haben. Also jetzt verlasse ich die Oper, aber das heißt nicht, dass ich denke, okay, das war's mit Tanzen. Natürlich, dieses tägliche Training werde ich vermissen, aber es bleibt immer Teil von mir. Noch einen Tanz, dann ist alles anders. Ich habe jetzt so einen lange Karriere hier gehabt und da muss man sich einfach wieder neu erfinden. Man muss wieder lernen. Also ich bin ein sehr offener Mensch und ich möchte gerne neue Sachen lernen, weil ich weiß, das Leben dreht sich nicht nur um Tanz und das Leben dreht sich nicht nur um Theater. Für Franziska Wallner-Holinek war das Ballett ihr Leben. Über 20 Jahre tanzte sie an der Wiener Staatsoper. Heute kommt sie zum letzten Mal, um ihre Garderobe zu räumen. Der Abschied ist emotional. Nicht nur für sie. Hallo. Franziska. Wie geht's? Gut, ja. Hä, dein geht's? Letzter Tag. Ich werde dich vermissen. Ja. Du. Ja. Alles Gute. Ja. Gestern war meine Abschiedsvorstellung, also wirklich so die allerletzte als volles Mitglied dieses Hauses. Ich habe eine ganz erfüllte Karriere gehabt. Ich habe so viel erreicht. Ich habe bis zum Schluss wirklich aktiv tanzen dürfen und können. Auf der Bühne zu stehen ist was ganz, ganz Besonderes. Es ist fast unbeschreiblich. Und das ist halt ein ganz besonderer Beruf. Es ist aufregend, spannend. Es gibt einen ein Glücksgefühl. Tanz macht mich glücklich. Und nicht nur jetzt auf der Bühne, auch privat. Ich tanze mit meinen Kindern zu Hause. Wir drehen die Musik auf und ja, los geht's. Ja, tanzen ist it's me. Also ein Leben ohne zu tanzen, könnte ich mich bis jetzt noch nie vorstellen. Doch Severin Ferrolier weiß, dass sie nicht mehr lange tanzen wird. Mit 41 Jahren steht die Südfranzösin noch immer auf der Bühne der Münchner Staatsoper. Ein bis zwei Jahre gibt sie sich noch, wenn ihr Körper mitmacht. Aber dann wird auch sie sich eine neue Existenz aufbauen müssen. Der Gedanke an das Karriereende fällt ihr schwer.
Denn das Ballett prägte von klein auf ihre Persönlichkeit und ihr Leben. Der wichtigste Punkt, was mir diese Ballettkarriere gebracht hat, ist Disziplin zu sein, fokussiert, konzentriert und kämpferisch. Und das ist, was mich auch als Kind in die richtige Spur gebracht hat. Ich war ein kleiner Sturm, ein kleiner Junge mit Rennen, Springen, Klettern, Spielen und alles Mögliche, alle Schmarrn der Welt machen wollte. Und Ballett war die einzige Sache, die mir wirklich so eine Struktur gegeben hat. Sogar meine Eltern haben nicht geschafft, mich so zu in einen Würfel zu packen. Die Ausbildung zum professionellen Balletttänzer beginnt meist schon im frühen Kindesalter. Die Ballettschule wird zum Zuhause, das Training zum Alltag. Von klein auf werden sie auf Erfolg getrimmt. Aber nur die wenigsten schaffen es bis auf die große Bühne. Mit Tanzen habe ich angefangen, als ich 6 Jahre alt war. Ich habe noch einen älteren Bruder. Eigentlich, er wollte tanzen. Und meine Mutter hat ihn zu einem Vortanzen gebracht und mich einfach mitgenommen. Dann wurde mein Bruder nicht genommen, ich aber schon. Beide haben sehr geweint. Mein Bruder, weil er nicht tanzen durfte. Ich, weil ich aufgenommen war. Aber dann habe ich Tanzunterricht besucht und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der Konkurrenzdruck ist von Anfang an groß. Nur wer auf vieles verzichtet und jeden Tag hart trainiert, kann es bis ganz nach oben schaffen. Der Moskauer Kirill Kurleif ist diesen Weg gegangen. Er führte ihn an die Wiener Staatsoper, wo er bis zum ersten Solotänzer aufstieg. Ich kann mich erinnern, meine Mama hat dann gesagt, na, wie oft musst du denn trainieren gehen? Einmal in der Woche, zweimal in der Woche? Und ich sage, nein, jeden Tag. Und meine Mama, okay. Ja, und dann bin ich in die Ballettschule gegangen, 8 Jahre lang. Die Kinder lernen, ihr Leben ausschließlich dem Tanz zu widmen. Als Jugendliche verlassen sie dann ihre Familien und müssen oft sogar ins Ausland gehen. Für ihren Traum nehmen sie große Entbehrungen in Kauf. Als ich 16 Jahre alt war, hat mich ein Professor aus Österreich in Russland gesehen und eingeladen. Meine Mutter hat Ballettschule angeschaut, hat gesagt, ja, ist alles gut, und nach Hause gereist. Dann sind bei mir die Tränen gekommen, weil ich war ganz allein hier, ohne Freunde, ohne Sprache. Es war sehr schwierig für mich, ja. Was ganz wichtig ist, ist, dass du eigentlich auch psychisch ganz stark bist. Du wärst nämlich schon vom Kleins, seit du als kleines Kind anfängst zum Tanzen, brauchst du einfach mit viel Kritik musst du umgehen können. Und Padebra. Passe, 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 passe. War besser. Ja, stopp. War besser. Beim zweiten Mal hast du aber vergessen, passe vorne zu halten. Hast du gleich nach hinten gemacht, ja? Aber musikalisch warst du besser, ja? Hast du verstanden? Auf eins ist passe. Gut. Du kriegst jeden Tag Korrektur über deine Äußerlichkeit, wie du ausschaust, wie du deine Sachen machst. Und nicht jeder schafft das. Also ich habe viele Kollegen gesehen und Freunde, die das einfach nicht geschafft haben, weil es einfach zu viel geworden ist. Ich meine, wenn du alles gibst und da gibst immer 100% und dann sagt der Lehrer, ja, aber das ist nicht gut genug und das muss besser oder du arbeitest nicht gut genug, obwohl du das Gefühl hast, dass du gut arbeitest. Und dann kann das natürlich auf die Psyche gehen. Und ich glaube, jede Tänzer oder Tänzerin, die diesen Beruf ausüben muss, muss nicht nur körperlich gut sein, sondern auch psychisch. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass du wirklich stark bist, dass du mit Kritik umgehen kannst, dass du nicht aufgibst, weil viele Leute geben auch auf. Marc Geifes war Kunstturner und kam erst mit 17 zum Ballett. Trotzdem konnte er sich durchsetzen. Doch dafür musste er sein Leben ganz dem Tanz widmen. Zu meiner Zeit war das noch so, dass es eigentlich nicht
gern gesehen wurde, wenn man jetzt erst das Abitur noch macht und dann in die professionelle Ausbildung einsteigt. Dann sagt die Ballettakademie, wir müssen dich jetzt formen und jetzt das Beste rausholen. Wenn du jetzt erst ein Abitur machst, dann bist du zu alt, dann geht das nicht mehr. Die 23-jährige Wienerin Priska Zeisel lebt für das Ballett. Sie ist das aufstrebende junge Talent der Münchner Staatsoper. Ihre Karriere hat sie noch vor sich. Gedanken über das Leben nach dem Tanz stören da nur. Ich denke nicht, dass man diesen Beruf wählt, wenn man nicht mit vollem Herzen dabei ist. Es verlangt einfach zu viel ab und es ist zu schön, um das nur halbherzig zu machen. Wenn man anfängt zu tanzen, ist es schwierig, sich über die Zeit danach Gedanken zu machen. Weil wenn man anfängt zu tanzen, dann hat man diese Leidenschaft und man tanzt und man will tanzen und man will das jetzt machen. Da gibt es überhaupt keine Frage, was man danach macht. Das ist auch, also da ich spät angefangen habe zu tanzen, haben die Leute mir auch gesagt, ja, bist du verrückt, du willst Tänzer werden. Dann, was machst du denn, wenn du dir ein Bein brichst? Ja, und das gibt es natürlich, in meiner Realität gab es das dann nicht. Also ich will ja tanzen, ich will mir kein Bein brechen. Und deswegen macht man sich am Anfang überhaupt keine, also ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht. Das ist natürlich auch, wenn man jung ist, wenn man 18, 19, 22 ist, dann lebt man im Jetzt, dann ist 30 ja unheimlich alt. Und das ist ja noch ganz weit weg, deswegen kommt man da gar nicht hin mit den Gedanken. Im Moment denke ich gar nicht an die Zeit nach dem Tanzen, weil ich lebe im Moment und keiner von uns weiß eigentlich, was morgen passiert. Von daher nehme ich alles so, wie es kommt, von Tag zu Tag. Diese Konzentration auf das Wesentliche ließ sie schnell zur Solistin aufsteigen. Für mich ist Tanzen mein Leben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig oder so, aber es ist so. Das ist das, was mir Sinn gibt und am meisten Freude bereitet. Und ich weiß, ich kann auch vielen anderen Leuten damit Freude bereiten. Und wenn ich tanze, bin ich glücklich und dann blühe ich auf. Und ja, also ich könnte nicht ohne Tanz. Für meine Zukunft wünsche ich mir, so viel wie möglich zu tanzen, verschiedene Rollen, verschiedenes Repertoire und hoffentlich auch in ein paar anderen großen Opernhäusern noch die Chance zu bekommen, zu gastieren und einfach mein Leben so zu genießen. Die vollkommene Hingabe an das Ballett fordert auch der Wiener Ballettdirektor Manuel Le Gris. Wenn man seine Tanzkarriere mit dem Bewusstsein beginnt, dass morgen schon wieder alles vorbei sein wird, lohnt es sich gar nicht erst, damit anzufangen.
Denn der Tanz hat mit Hoffnung zu tun und eine Idee zu haben von dem Ziel, das man erreichen möchte. Wenn man von Anfang an daran denkt, aufzuhören, sollte man den Beruf gleich wieder wechseln. Dass es auch anders geht, beweist Maíra Fontes. Mit 16 kam die Brasilianerin alleine nach München. Die Ausbildung an der Ballettakademie der Heinz-Bosel-Stiftung war intensiv und anstrengend. Aber dennoch fand sie Zeit, sich auf das Leben nach dem Tanz vorzubereiten. Das war bei mir vielleicht ein bisschen anders als die meisten, weil ich hatte Eltern, die haben mich sehr gefördert in dieser Richtung, in diesen Richtung Tanzen. Die waren die Ersten, die gesagt haben, ja, ins Ausland gehen. Aber die haben auch immer wieder gesagt, wenn es geht, studiere ein bisschen weiter nebenher. Und deswegen habe ich mein Abitur per Fernstudium abgeschlossen. Es ist nicht so, dass ich dann schon dachte ans Aufhören, aber ich dachte mehr so an eine Tür noch offen zu lassen für die Zeit danach. Ich habe immer dann, wo ich mein Bachelor's Degree gemacht habe, da habe ich immer dann am Sonntag studiert. Da habe ich dann ein bisschen von meiner Zeit geopfert, aber nicht so sehr. Ich habe immer noch meinen Beruf ausüben können. Aber nebenher sozusagen ein bisschen geplant. Okay, was kann ich morgen machen? Ihre Disziplin zahlte sich aus. Heute arbeitet Maíra Fontes als erfolgreiche Senior-Analystin in einer alternativen Investmentfirma. Die Tanzkarriere kann jederzeit zu Ende sein. Das weiß auch Severine Ferrolier. Ihr erstes festes Engagement wäre beinahe auch ihr letztes gewesen. Ich habe in London vorgetanzt für English National Ballet. Da bin ich auch ein Jahr geblieben. Dann hatte ich eine Verletzung, die meinen Vertrag in London gekostet hat. Ich hatte natürlich keine Versicherung, kein Geld und einfach leer. Und wir haben auch nicht extrem viel Einkommen bekommen. Das heißt, es war auch schwierig zu sparen, weil London eine sehr teure Stadt ist. So, ich ging einfach nach Hause wie ein kleines Mädchen. Mein Vertrag zu verlieren war ein Schock, weil es lief eben so perfekt von 16 bis 19. Und ich wusste nicht, dass ich schwierige Zeit haben könnte. Das lief gut, man geht mit dem Flow. Und ja, diese Verletzung war erstmal schwierig, Vertrag zu verloren auch schwierig. Zurück bei seiner Mama und Papa zu gehen war auch schwierig. Aber ich hatte noch keine Zweifel, dass es so aufhört. Ich habe nie gefragt, ist das wirklich ein Ende an sich? Ging immer weiter. Severine Ferrolier kämpft sich zurück auf die Bühne. Sie lässt sich von ihrer Verletzung nicht aufhalten. Sie will ihren Traum nicht aufgeben. Heute unterstützt sie der Physiotherapeut Marc Geifes. Als ehemaliger Tänzer kennt er die Problematik genau. Man kann das Tanzen durchaus mit dem Hochleistungssport vergleichen. Die Trainingszeiten und die Belastungszeiten sind vielleicht sogar noch stärker als beim Hochleistungssport. Die Saison ist 11 Monate lang beim Tanzen und es wechselt von klassisch über modern, die verschiedensten Tanzstile. Ich glaube auch, warum es so viele Verletzungen gibt, ist einfach die Überbelastung. Das ist beim Hochleistungssport ja auch. Man will eine bestimmte Grenze überschreiten, dann muss ich mehr tun, um dahin zu kommen. Leider wird dann immer die Regeneration nicht beachtet und deswegen kommt es dann zu Verletzungen. In seiner Praxis in München betreut Marc Geifes die Tänzerinnen und Tänzer des Bayerischen Staatsballetts. Der Physiotherapeut wird zum verständnisvollen Partner. Die körperliche Belastung beim Ballett ist enorm. Umso wichtiger ist es, den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören zu finden. Momentan habe ich noch Vertrag hier im Haus, 2 Jahre lang noch. Und ich hätte die Möglichkeit, noch weiter hier zu sein, aber ich muss auch an andere Pläne denken und das wäre Osteopathie zu studieren. Also ich bin noch fit, ich habe noch Energie, noch Lust, ich bin noch ausgewählt für ein paar Stücke.
Aber ich merke, dass ich auch langsam Zeit und Platz machen kann für ein zweites Leben nach Ballett. Aber das wird schon schwierig sein, emotionell. Zu Hause. Ja, ich genieße sehr die Bühne, Licht und diese Kostüme. Das ist wie ein Schauspieler. Man ist sich selbst, nur mit einem anderen, ein anderer Personage. Aber das ist Teil von uns trotzdem. Das ist mein Zuhause. Die ganze Zeit bist du beschäftigt nur mit Tanz, weil der Fokus liegt nur auf das Tanzen, auf das Repertoire, auf die Schritte und da hast du wenig Zeit für andere Sachen und deine Welt wird auch irgendwie beschränkt, weil es dreht sich alles ums Theater. Wir fangen dann um 10 an, aber dann die Vorstellungen dauern meistens bis 11 am Abend und dann musst du dich nachher noch abschminken und in die Dusche und dann bist du ins Bett um 1 in der Früh. Das ist natürlich ganz schwierig. Gleichzeitig musst du immer 100% geben oder eigentlich 200%. Du kannst nicht einfach hier in die Arbeit kommen und sagen, oh, das mache ich einfach so. Nein, du musst immer vorbereitet sein. Das fängt schon an mit Aufwärmen vor das Training, also damit du deinen Körper schützt und dass du gut in Form bleibst. Und natürlich kommst du dann in den Ballettsaal und du musst auch die Schritte wissen, die Choreografie. Und du musst immer 100% geben, immer. Balletttänzer ist kein einfach ein Job, es ist dein Leben. Der 32-jährige Landsberger Dustin Klein ist noch aktiver Tänzer. Aber die Weichen für seine Zukunft sind bereits gestellt. Schon früh choreografiert er seine eigenen Stücke. Mit großem Erfolg. Das Schwierige am Tänzerberuf ist die Kurzweiligkeit des Ganzen. Ich glaube, man hat eine unheimlich lange Vorbereitungszeit auf diesen Job und das eigentliche Leben dessen kann unter Umständen ganz kurz sein. Sei es einfach altersbedingt, sei es verletzungsbedingt oder sonst was. Und ich glaube, da diesen Übergang in das Leben danach irgendwie zu finden, ist eins der schwierigsten Sachen. Mein Leben nach dem Tanz habe ich schon eingeschlagen als Choreograf. Und jetzt, wo es absehbar ist, wann das Ende kommt, bin ich natürlich unheimlich froh, dass dieses Standbein eben wirklich zu so einem Fundament geworden ist. Man muss was anderes in seinem Leben machen noch. Man kann natürlich viele gehen weiter als Choreografen oder als Ballettlehrer, Ballettmeister und so weiter und so fort. Aber das aktive Tanzen, so wie man es in seinen 20ern, Anfang 30ern macht, geht eben nur bis Mitte 30, Ende 30 und dann ist Schluss. Und wenn du dann ohne was dastehst, dann ist es kein organischer Übergang und man fällt in ein Loch und man fühlt sich auf einmal nutzlos oder nutzlos ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man steht einfach da und hat sich nie wirklich Gedanken gemacht, was danach passiert. Und ich glaube, das ist falsch. Ich würde sagen, das Schwerste kommt zum Schluss. Das andere ist alles machbar. Thank you.
Die Arbeitsbedingungen von Tänzern sind heutzutage ganz schlecht. Und die werden immer schlechter. Und das ist etwas, was mir Sorge macht, weil ich habe ein Glück gehabt. Ich bin direkt von der Schule aus London bin ich in die Company gekommen und habe einen Corps de Ballett-Vertrag bekommen, was heutzutage nicht mehr üblich ist. Ich habe einen Jahresvertrag bekommen. Also die können mir jedes Jahr können sie mir kündigen, wann sie wollen. Und seit ich 12 Jahre bin, habe ich jedes Jahr habe ich vortanzen müssen. Weil auch in der Schule kommt immer eine Kommission von Leuten, die schauen dich an. Du kriegst eine Bewertung, bist du gut, bist du nicht gut. Es ist jedes Jahr ein Kampf. Auch wenn man weiß, dass alles okay ist, und dass du eh nicht gekündigt wirst, aber im Hinterkopf bist du immer, weißt du immer, es könnte morgen vorbei sein. Weil für dich gibt es 100 andere Leute. Wenn man jetzt hier seine Karriere beendet, ich glaube, es ist ganz schwierig, da woanders Fuß zu fassen. Wir haben keine Ausbildung. Ja, wir können tanzen. Aber wir hatten ja nie Zeit, dass wir nebenbei eine Ausbildung machen. Jetzt vielleicht in meinem Alter, mit 41, jetzt noch sagen, ich gehe jetzt auf die Uni und studiere jetzt noch 3 Jahre, oh, schwierig. Ich habe eben Glück, ich bin ja mit 17 engagiert worden und bin in dieses sozusagen Beamtensystem noch reingerutscht. Damals habe ich immer gesagt, oh, das ist ja urpeinlich, ich bin jetzt Beamtin, ich will doch nur tanzen. Und, aber jetzt natürlich mit 2 Kindern bin ich froh, dass ich sagen kann, okay, ich habe mich jetzt entschieden zu gehen. Körperlich, mental ist es sehr schwierig geworden. Aber ich habe keine finanziellen Sorgen. Ich sage, ich gehe jetzt in Pension und bekomme auch eine Pension. Die Jungen, meinen Respekt, ich weiß nicht, ja, wie die das machen. Die Gedanken, was ich nach dem Tanz mache, habe ich zum ersten Mal bekommen, als bei uns in Staatsoper ein Direktionswechsel war. Und ich habe gesehen, dass viele Tänzer nicht verlängert wurden oder gekündigt. Und ich habe auch mit vielen gesprochen, weil die wussten nicht, was sie tun sollen. Und ich habe verstanden, mich wird das früher oder später auch treffen. Und da habe ich schon angefangen nachzudenken, was ich dann in Zukunft mache. Ich wollte immer mit Kindern arbeiten. Ich habe gesagt, ich muss mein Wissen und Können weitergeben. Ja, vielleicht soll ich probieren, was Eigenes zu gründen. Und dann habe ich fast vor 5 Jahren schon dieses Lyzeum aufgemacht in Wien. Und jetzt muss ich sagen, es war keine leichte Sache für mich, weil ich war Anfänger. Ich wusste nicht, wie viele Sachen funktionieren, aber rund um mich waren sehr viele Menschen, die mir immer geholfen haben. Und jetzt bin ich sehr glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Gut. Machen wir das nochmal? Im Elite-Lyzeum werden die Kinder neben dem Ballett auch in anderen musischen Bereichen gefördert. Der Körper ist ihr Kapital. Marc Geifes kennt die Situation vieler älterer Tänzer aus eigener schmerzhafter Erfahrung. Die Physiotherapie habe ich kennengelernt über das Tanzen. Tatsächlich vorher war ich noch nie beim Physiotherapeuten. Aber als ich dann getanzt habe, ich glaube das erste Mal, da bin ich umgeknickt im Training, hatte mir die Außenbänder abgerissen, bin operiert worden und dann stand die Reha an und dann bin ich zur Physiotherapie gegangen. Ich habe dann 12 Jahre getanzt am Theater und da kam immer mal wieder was. Dann hat man mal einen Muskelfaserriss oder man hat Rückenschmerzen, man hat eine Blockade. Und so habe ich dann die Physiotherapie kennengelernt. Das hat mich sehr interessiert. Es ging natürlich auch um den Körper auf einem anderen Level und bin da auch ziemlich neugierig geworden. Dann. Und dann habe ich gedacht, gut, wenn ich jetzt aufhöre zu tanzen, kann ich ja noch weiter nachforschen in der Physiotherapie, wie es so geht mit dem Körper. Das fließt dann teilweise auch in die Untersuchung ein, wenn der Tänzer kommt und sagt, ich habe Schmerzen, dann sage ich ja, ist es beim Plié oder ist es beim Tendu, dann weiß ich, ist es in der Dorsalextension oder in der
Plantarflexion vom Fuß. Und dann schaue ich mir das tanzspezifisch an. Und das ist unheimlich wertvoll, diese Erfahrung aus dem Tanz. Okay. Genau. Jetzt bewegt sich nämlich eigentlich nur deine linke Hüfte. Und hinten hast du alles gut gelassen. Der Rücken bleibt gut. Und Pause. Okay. Wenn der Tänzer merkt, der Therapeut, der hat Ahnung vom Tanz, der kennt sich aus mit der Bewegungssprache, dann ist es viel leichter. Dann muss der Tänzer nicht umschreiben, was er gerade gemacht hat, sondern wir können uns sehr schnell darauf einigen, in der ersten Arabesque tut es im Rücken weh, dann weiß ich, in der Lendenwirbelsäule oder Brustwirbelsäule ist irgendwas. Trotz intensiver Behandlung verschwinden die Schmerzen nicht immer. Vor 2 Jahren habe ich 12 Schwanensee getanzt, alle 4 Akte. Und ich muss sagen, das habe ich ziemlich gespürt. Und immer sich zusammenzureißen und sagen, na ja, ich habe Schmerzen, aber für die Vorstellung mache ich das. Und irgendwann ist man nicht mehr gewillt, dass man sagt, will ich das? Will ich das meinem Körper antun? Muss ich immer diese Schmerzen haben und immer sagen, nein, nein, ich schaffe das schon, ich bin stark, ich bin diszipliniert, ich mache das für meinen Beruf. Also irgendwann ist man auch nicht mehr gewillt, dass man das in Kauf nimmt. Ich bin sehr gern auf der Bühne, aber der Weg auf die Bühne, man hat einen Rucksack und dieser Rucksack wird immer schwerer. Und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte diesen Rucksack nicht mehr tragen. Ich habe tägliche Schmerzen auch in meinem Körper gehabt durch das Tanzen. Und ich habe viele Leute gesehen, die mit 50 oder 60 Hüftoperationen bekommen haben oder nicht mehr gescheit gehen können. Ich glaube, ich habe schon an beide Waden vielleicht insgesamt 8 bis 10 Muskelfaserrisse gehabt, also verschiedene Stärke von Intensität. Aber genau, und das war dann immer wieder schwierig, reinzukommen und wieder in Form zu kommen. Und dann war es auch zu diesem Zeitpunkt, wo wir dann Familie gewünscht haben. Und das war so irgendwie ein Teufelskreis. Ich hatte in meinem Leben 2 Operationen, also 2 große Verletzungen, obwohl es sehr gut operiert wurde und geheilt. Trotzdem mit Zeit lassen die Verletzungen über sich immer mehr wissen, vor allem wetterabhängig oder durch Belastung. Und ich hatte in den letzten Jahren einige Schmerzen schon. Und ja, dann, wenn man auf die Bühne geht und ständig was wehtut, natürlich belastet das einen Mensch sehr. Und so habe ich auch diese Entscheidung leichter getroffen, aufzuhören. Am meisten genieße ich jetzt die Zeit mit meiner Familie, vor allem mit meiner Tochter und auch mit meiner Frau. Meine Frau ist auch eine erste Solotänzerin im Wiener Staatsopernballett und ich erinnere aus, sagen wir, vorheriger Zeit, wir sind beide müde nach Hause gekommen und erschöpft. Aber jetzt kann ich meine Frau pflegen, ich kann sie mehr Liebe schenken, mehr Zeit. Und das würde niemals möglich sein, wenn ich in einem Theater arbeiten würde. Die Gründe, um Abschied zu nehmen, sicherlich in erster Linie, um mehr Zeit mit meiner Familie zu haben. Weil Mami ist nie zu Hause, Mami kann nicht mitgehen, Skifahren. Warum musst du schon wieder in die Arbeit? Das tut schon weh, auch wenn man das immer hört. Familie, Beruf, vor allem Wiener Staatsoper, volles Mitglied zu sein hier in diesem Haus, braucht man an erster Stelle einen tollen Mann. Und ich muss sagen, den habe ich. Der war immer geduldig, hat mich immer unterstützt. Der hat nie gesagt, du, bitte mach das nicht, musst du das machen, brauchst du das noch? Sondern er hat mich wirklich lassen und er hat mich unterstützt. Und es ist einfach ein Beruf, da geht es sehr um einen selber. Ja? Und dann diese Zeit und Energie zu finden, also gerade kleine Kinder dann erstmal groß zu kriegen, die Nächte, die man nicht schläft, und dann noch zu funktionieren im Beruf, ist, glaube ich, sehr schwer. Also ich bin froh, dass ich meine Kinder bekommen habe und meine Frau sie bekommen hat, als wir beide nicht mehr getanzt haben. Grundsätzlich wäre es schon gegangen, eine Familie zu gründen,
während des Tanzens. Das ist möglich, das gibt es viele Beispiele. Für uns war das, hätte es nicht, sollte nicht sein. Es hat tatsächlich nicht geklappt. Also Ballett ist tatsächlich ein Hochleistungssport und war bei uns, wo wir dachten, ja, wir würden gerne eine Familie gründen, das hat tatsächlich während des Tanzes nicht geklappt. Ich glaube, das war tatsächlich zu viel für meinen Körper. Der Kinderwunsch erfüllte sich erst nach der Tanzkarriere. Hola, wie geht's? Mein Mann habe ich beim Tanzen kennengelernt. Da ist ein Choreograf gekommen, um ein Ballett zu kreieren und hat uns sozusagen zusammengetan und okay, ihr zwei sollt zusammen tanzen. So haben wir uns kennengelernt und so fing unsere Geschichte an und heute haben wir eine kleine Familie. Die Tänzer leben in einer abgeschlossenen Welt. Der Kontakt nach außen ist gering. Vielleicht fällt der Abschied auch deshalb so schwer. Ich habe mich, glaube ich, ein bisschen emotional geschützt. Auch ich muss dazu sagen, der Abschied hat ja schon vorher begonnen. Das war ein Abschiedsprozess. Von einer großen Liebe kann man sich nicht von heute auf den anderen Tag kann man sich nicht so leicht verabschieden und sagen, tschüss Papa, das war's jetzt. Das geht nicht. Ich muss dazu sagen, eigentlich mein Abschiedsprozess hat schon begonnen mit dem zweiten Kind. Weil ich habe ja nicht gewusst, werde ich das schaffen, wieder zurückzukommen. Und ich kann mich noch genau erinnern, das war ein Stück, Verre en Paysage. Und ich bin mit dem weißen Trikot auf der Bühne gelegen. Und ich kann mich erinnern, ich habe nach oben geschaut in den Scheinwerfer rein. Und ich habe nur so ein weißes Trikot angehabt. Und ich habe aber schon gewusst, ich bin in der sechsten Woche schwanger. Und ich habe mir gedacht, ich glaube, dieses Stück, das werde ich das letzte Mal tanzen. Da war ich 32, wo ich gemerkt habe, jetzt wird es schwer für den Körper auch, also immer diese Leistung zu bringen. Ich habe an einem Theater getanzt, wo es klassisches und modernes Repertoire gab, was auch eine große Herausforderung ist für den Körper. Und dann merkt man natürlich schon, aha, ich kann das nicht ewig machen und dann muss man sich Gedanken machen. Ich kann mich sehr gut an den letzten Tag erinnern. Ich bin ins Theater gegangen und wusste, das ist jetzt der letzte Tag, dass ich ins Theater gehe. Und da habe ich ziemlich weiche Knie gekriegt. Aber dann die Vorstellung selber war, ich habe gesagt, also lass dich nicht ablenken, mach die Vorstellung und dann ist es vorbei. Weil da ist einfach keine Zeit, irgendwie zu reflektieren während der Vorstellung. Es ist eher die Zeit davor und danach. Und die Zeit davor war schon ein bisschen mulmig. So Abschiedsgedanken. Aber dadurch, dass ich eben meinen Weg geplant hatte, war ich eigentlich auch, habe ich mich gefreut auf das, was kam. Also für meine Zukunft bin ich bereit. Also ich bin sehr offen jetzt. Gleichzeitig natürlich habe ich Angst. Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe keine Angst. Es ist einfach ich habe nicht so sehr Angst für das Neue, sondern ich habe eher Angst, dass ich einfach diese tägliche Routine wird wegfallen. Seit ich 12 bin, habe ich jeden Tag Balletttraining. Ich brauche erstmal ein bisschen Zeit. Ich muss mich neu entwickeln. Ich hoffe natürlich, dass ich irgendwann mal wieder in ein Opernhaus arbeiten kann. Vielleicht helfen mit Sachen zu veranstalten, Sachen zu organisieren. Aber das wird irgendwie kommen. Aber ich kann auch, ich meine, ich arbeite auch gerne auf der Bühne, vielleicht Regieassistent. Das wäre auch wahnsinnig schön. Aber ich muss mal wieder zurück zu mich und mich wieder neu finden. Und ich hoffe, dass durch meine Ausbildung, dass ich wieder so einen Lichtblick sehe, so richtig genau das ist es. Ein letzter Tanz noch. Dann wird Jamie van Overeem die Bühne für immer verlassen.
Der Vorhang fällt. Wie für jeden Tänzer ist auch für Jamie van Overeem der Abschied von der Bühne schwer. Das Ballett war seine Welt. Aber auch Erleichterung wird spürbar. Der Druck ist weg. Es ist endgültig vorbei. Noch eine letzte Verbeugung. Dann beginnt für ihn ein neues, unbekanntes Leben. Ich wünsche allen Tänzern nur das Beste. Jamie, Franziska, allen, die hier in dieser Kompanie waren. Ich hoffe, dass es für sie auch ein Leben nach dem Tanz gibt. Denn das gibt es. Es muss ihnen nur gelingen, ihr Gleichgewicht zu finden. Wenn man sich sein ganzes Leben lang auf den Tanz fokussiert, ist man ein wenig selbstzentriert. Man blickt immer nur in eine Richtung. Eine Kompanie zu verlassen, bedeutet auch, sich etwas Neuem zu öffnen. Ich glaube, Jamie ist sich sicher, dass er die Sache für sich ausgereizt hat und er jetzt ein anderes Leben führen will. Dafür wünsche ich ihm nur das Beste. Eine lange Ballettkarriere ist zu Ende. Ein Jugendfoto weckt Erinnerungen an den Anfang. Der Wechsel in das neue Leben ist eine große Herausforderung. Jamie van Overeem und Franziska Wallner-Holinek müssen noch einmal ganz von vorn anfangen. Aber Tänzer sind ganz besondere Menschen. Die Disziplin und Hingabe, die das Tanzen von ihnen gefordert hat, wird ihnen jetzt helfen, auch in einem neuen Beruf erfolgreich zu sein. Ich werde es vermissen, aber jetzt einmal nicht. Jetzt freue ich mich einmal auf ein bisschen Luft, auf ein bisschen Freiheit. Ein Leben, das ich einfach nicht mein Leben nach dem Probenplan oder Spielplan planen muss, sondern ich kann frei entscheiden, was mache ich heute, was mache ich morgen. Das ist das Schöne, auf das freue ich mich. Aber natürlich, die Bühne werde ich vermissen. Aber nicht heute. Irgendwann wird es mir wehtun. Oder werde ich mich glücklich an diese Zeiten zurückerinnern.